Ich führe heute ein Interview mit Eduard Stapel. Danke für deine Einladung hierher in das Haus deiner Eltern in Bismarck, in dem du heute lebst. Wie kam es dazu, dass du Theologie studiert hast? Was hat dich motiviert? Hast du so etwas wie eine Berufung gespürt? In der Schule musste man immer angeben, einen Erstwunsch fürs Studium und einen Zweitwunsch. Und erst hatte ich immer gedacht, Lehrer oder Theologe, Pastor. Und das hat dann von Jahr zu Jahr gewechselt. Und dann musste ich aber mit dem Sport aufhören und dachte mir, ich könnte dann Sportjournalist werden. Und das hat dann auch immer mal gewechselt, Journalistik oder Theologie oder umgekehrt. Und als es soweit war in der 11. Klasse, stand gerade Journalistik vorne an und da habe ich das erst studiert, aber schon bald gemerkt, dass ein Studium nicht viel wert ist. Man braucht schon noch ein zweites, wenn es geht, noch ein drittes und dann ist das eben glücklicherweise so gekommen. Aber Theologie zu studieren war ja nicht gerade üblich in der DDR. Das war ja auch mit gewissen Gefahren oder Einschränkungen verbunden. Weder noch. Also ich wüsste jedenfalls keine. Und man hatte eine Menge Privilegien sogar. Man konnte Literatur aus anderen Ländern lesen, ohne sehr begrenzt zu sein. Es gab Begrenzungen, aber nicht so sehr viel. Und es war, denke ich, so normal wie andere Studienfächer auch. Wir hatten immerhin an 6 Universitäten Sektionen Theologie, 6 glaube ich, und dann noch die 3 kirchlichen Hochschulen. Na gut, für Leute, die an der Universität nicht unterkommen konnten. Ich gehörte ja nach einem ersten Studium beim Staat auch dazu, also ging man zur kirchlichen Hochschule. Also ich wüsste nicht, dass es da Probleme gab. Und da hat aber für dich die Frage, dass du ja dann ein Verkündiger des Wortes Gottes sein sollst und dein ganzes Leben davon auch berührt wird im Grunde. Hat das für dich eine Rolle gespielt? Hat das vielleicht auch Ängste ausgelöst? Na, Ängste nicht, aber dass ich Pastor werden wollte, hatte mit dem Schwulsein anfangs gar nichts zu tun. Also das lief sozusagen parallel und da habe ich auch nicht dran gedacht, dass das Probleme machen könnte. Insofern. Und du warst ja zu Beginn deines Theologiestudiums schon völlig klar, dass du homosexuell bist. Ja, das wusste ich schon sehr genau. Das wusste ich auch schon 10 Jahre früher. Aber wie man damit richtig umgehen müsste, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wie hast du dir das vorgestellt? Eigentlich hatte ich dazu keine Vorstellung. Wahrscheinlich hatte ich daran gedacht, sowieso allein zu bleiben und dann hätte es keine Probleme gegeben. Später habe ich schon gehofft, einen Partner zu finden und ja gut, dass das Probleme machen könnte, das war mir schon klar, aber erst später, denke ich. Aber so genau weiß ich die Jahre nicht mehr. Und wann hast du dich dann in Theologie, im theologischen Seminar geoutet? Oder war das von Anfang an klar, bist du dort als Schwule? Nein, gar nicht. Geoutet habe ich mich erst am Beginn des ersten Examens und bin zu meinem damaligen Ethikdozenten gegangen, habe mit dem darüber gesprochen. Der meinte, es wäre fair, auch den Bischof zu informieren. Dann bin ich zum Bischof gefahren, habe dem das gesagt. Und erst durch dessen Reaktion, nämlich dass ich ruhig bleiben sollte und nachts ja machen könnte, was ich wollte, aber sonst sollte das niemand erfahren, erst durch die Reaktion war meine Empörung dann von 0 auf 100 gestiegen und das wollte ich mir ja nun nicht bieten lassen.
Und du hast ja in einer Zeit angefangen, Theologie zu studieren, als die jungen Menschen in der DDR allmählich begonnen haben, auf die staatliche Allgegenwart der Repression nicht allein mit dem Rückzug in das Private zu reagieren, sondern doch zunehmend begonnen haben, sich auszudrücken und nach außen zu gehen. Und in der evangelischen Kirche war es möglich, solche Gruppen zu bilden. Stellvertretend sei die offene Arbeit genannt, um den Jugenddiakon Lothar Rochau, Pfarrer Walter Schilling und andere, der von Christoph Wonneberger initiierte soziale Friedensdienst, die Bewegung Schwerter zu Flugscharen und der Berliner Appell von Reinhard Eppelmann und Robert Havemann. Hast du diese Situation erlebt? War dir das bewusst und hast du dich vielleicht auch schon, als du dann Theologie studiert hast, als Teil einer solchen Jugendbewegung erlebt? Kanntest du Gruppen? Also die Jugend würde ich nicht so verallgemeinern sagen. Das ist schon noch nur ein spezieller Teil gewesen und ein kleinerer Teil, sehr kleiner Teil eigentlich. Die Protagonisten, die du eben aufgezählt hast, kenne ich ja fast alle, alle. Und habe ja bei denen, mit denen da so manche Veranstaltung erlebt. Die ersten Jahre meines Studiums gab es solche Gruppen noch nicht, aber immerhin in meinem Zimmer ist von meinem damaligen Zimmergenossen Mobil ohne Auto gegründet worden und damit eine der ersten DDR-Umweltgruppen, das war 1980. Die Theologen, Theologiestudenten haben ja praktisch wie auf einer Insel gelebt und auch wenn es solche Gruppen noch nicht gab, so gab es trotzdem schon alles das, was du eben beschrieben hast und das vom Anfang an des Studiums, also seit Mitte der 70er Jahre. Das ist ja dann alles nochmal befördert worden, ausgerechnet zu meinem Studienbeginn durch die Biermann-Ausweisung, dann durch die KSZE-Schlussakte. Das ist ja in den Kirchen sehr viel diskutiert worden. Ja, und dann gab es Stück für Stück zwar noch keine Gruppen, aber diese gesellschaftspolitischen Themen in der Kirche. Und das war schon die ganze zweite Hälfte der 70er Jahre so. Und ist dann zwangsläufig in solche Gruppen gemündet. Und wart ihr euch darüber bewusst, dass ihr eigentlich eine Art Elite gebildet habt und euch Freiräume geschaffen habt, die nicht selbstverständlich waren in der DDR? Na, Elite würde ich nicht sagen. Wir hatten einfach das Glück, in solchen Freiräumen lernen und arbeiten zu können. Und haben uns diese Freiräume ja auch nicht geschaffen. Die waren da durch die Rolle der evangelischen Kirchen in der DDR. In der katholischen Kirche hat es sowas ansatzweise auch gegeben. Immerhin hatten die auch katholische Studentengemeinden mit solchen Gruppen. Also wir haben uns da nicht anstrengen müssen, solche Freiräume zu bekommen. Die hatten wir einfach. Und gab es denn in deinem theologischen Seminar oder später im Predigerseminar andere Kommilitonen, die auch schwul waren? Mit Sicherheit, aber ich weiß es nicht. Jedenfalls sind mir anfangs keine aufgefallen. Als ich mich dann richtig geoutet hatte und es jeder wusste, da gab es schon mal ein paar Offenbarungen von anderen. Und wie hast du Christian Pulz kennengelernt und welche Rolle spielte er dann für deine weitere Entwicklung? Christian Pulz habe ich getroffen irgendwann im September 81 nach den Sommerferien auf einer Leipziger Klappe. Und der hatte schon Ideen, dass man irgendetwas machen müsste.
um ja, die Rechtlosigkeit von Schwulen beenden zu können. Und hatte auch gerade eine ganze Gruppe von Schwulen eingeladen. Und da haben wir ja dann das erste Mal beredet, was man in der DDR machen müsste oder machen könnte. Ja, gelernt von ihm habe ich eine ganze Menge über Homosexualität oder auch über Anti-Homosexualität. Das ist ja das entscheidende Thema. Das hatte ich vorher alles so nicht bedacht, was ich von ihm gelernt habe und auch nicht gelesen. Er hatte allerhand Bücher und ich noch nicht. Das hat sich dann zwar schnell geändert, aber den Anstoß hatte er gegeben, ja. Und hattest du denn zu diesem Zeitpunkt schon auch andere Homosexuelle kennengelernt, oder? Nicht viele. Auf der Klappe lernt man zwar immer mal wieder Leute kennen, aber dann verbringt man eine Nacht zusammen und trifft sie nie wieder. Und Gespräche darüber, was man machen könnte oder machen müsste, hat es sowieso fast nie gegeben. Und die Ideen, die ich dann später hatte, oder auch die Aufrufe an Lesben und Schwule doch mitzumachen, sind ja von vielen belächelt worden, weil sie immer meinten, das geht gar nicht, die Gesellschaft, der Staat, die lassen uns nicht, und das ist alles viel zu viel verlangt, wir sollen mal froh sein, dass sie uns leben lassen. Also, man könnte zwar dies und jenes verbessern, aber im Großen und Ganzen ist Gleichberechtigung gar nicht möglich. Und darum war da auch nicht viel zu reden, mit den allermeisten nicht. Und die waren alle ausschließlich kirchenfern, oder gab es da auch Leute, die irgendwie aus der Gemeinde kamen oder Studentengemeinde? Nee, es gab innerhalb der Kirche auch eine Gruppe, die schon länger sich immer wieder mal traf und wohin ich jetzt auch fuhr regelmäßig, in Halle auf dem Petersberg. Und da haben wir allerdings meistens Probleme innerhalb der Kirche besprochen. Also auch wenn es einzelne Leute betraf, was man für den einen oder anderen machen konnte, wenn er Probleme bekam. Also an eine Gleichberechtigung innerhalb der Kirche ist da auch nicht gedacht worden. Und wenn das Gespräch durch mich dann später drauf kam, bin ich ja immer ausgeschimpft worden dafür, dass die Präsenz des Themas jetzt so sehr viele ins Rampenlicht zerrt und sie dadurch Schwierigkeiten bekommen würden. Also, die Angst war schon ziemlich verbreitet. Und war dir denn klar, dass es ohne Rampenlicht quasi nicht geht? Das war mir sehr schnell klar. Man muss sich ja dann selber auch fragen, willst du das jetzt ändern? Willst du was machen? Und wenn man sich die Frage dann mit Ja beantwortet, dann muss man ins Rampenlicht und sozusagen auch alles riskieren. Und das wolltest du dann? Ich wollte es nicht, es gehörte dazu. Also, wenn ich will was verändern, dann muss ich ins Rampenlicht, und das kann dann auch Probleme geben, ja. Ihr habt ja dann, bevor der Arbeitskreis entstanden ist, zunächst mal eine Selbsterfahrungsgruppe begonnen und durchgeführt. Was geschah dort und was hast du dort gelernt? Also gearbeitet wurde nach einem Buch, das damals gerade erschienen war, Coming Out, das so die einzelnen Stufen beleuchtet hat. Wie das so ist, wenn man sich als Schwuler erkennt, identifiziert, was dazu beachten ist, wie man mit sich selber umgehen soll. Und nach dem Buch haben wir gearbeitet. Es liegt eigentlich alles auf der Hand, was da drin steht, aber vorher war offenbar keiner auf die Idee gekommen, das mal so auseinanderzunehmen.
Und diese einzelnen Schritte haben wir in so einer Gruppe besprochen, wie es uns praktisch mit unserem Schwulsein geht und wie wir mit anderen Schwulen umgehen und wohin das Ganze eigentlich gehen sollte. Da habe ich gelernt, über das Thema zu sprechen, wie die anderen ja auch, denn vorher waren wir ja alle recht sprachlos, was Schwulsein bedeutet für uns selber, für andere. Darüber haben wir ja fast nie geredet. Und das ist in der Gruppe passiert, sehr intensiv, ein halbes Jahr lang. Und ohne dieses Wissen aus dieser Gruppe, das ist der eine Teil, der andere ist dann auch aus Fachbüchern, hätte ich das, was ich dann später gemacht habe, sicher nicht gekonnt. Und denkst du, dass so eine Gruppe schon ein politisches Moment auch hatte? Also woher kam dieses? Das war ja kein Buch aus der DDR. Nee, leider gab es sowas in der DDR nicht. Ja. Etwas ähnliches, sowas gab es in der DDR nicht. Und steckte da schon politische Sprengkraft drin in so einer Gruppe? Ja, zum Sprengen reichte das nicht. Es ist immer die Frage, wie man politisch definiert. Sicher ist auch eine kleine Gruppe schon wichtig, weil sie mal der Keim für was Größeres werden kann. In diesem Fall ja auch geworden ist. Wir haben uns erstmal nur privat getroffen und das ist offenbar nicht mal so richtig nach außen gedrungen, weil aus der Zeit noch nicht mal Stasi-Akten existieren. Also der Staat hat das zu der Zeit offenbar gar nicht mitbekommen, obwohl er ja immer mit Argusaugen über sowas gewacht hat. Also die Gruppe ist offenbar so privat gewesen, dass es andere nicht mal mitbekommen haben. Aber ich meine noch nicht mal so sehr die Außenwirkung, die jetzt die Gruppe an sich hatte, sondern quasi die Art und Weise, wie man sich selber betrachtet und wie man miteinander umgeht in so einer Gruppe, denn da geht es ja gerade darum, das Autoritäre eigentlich abzulegen und auch in gewisser Weise seine eigenen Begrenzungen und aber auch Möglichkeiten zu erkennen. Und das war ja ein Prinzip, dem die DDR-Gesellschaft völlig entgegengesetzt stand. Naja. Von dieser Seite, denke ich, könnte es ja schon eine politische Stoßrichtung gegeben haben. Ja, sicher, was man in solcher Selbsterfahrungsgruppe macht und lernt, hilft immer. Und wenn man dann ein Thema, das der DDR gefiel, dann besser beackern konnte, hätte er solche Selbsterfahrungsgruppen sicher auch begrüßt. Glaubst du das wirklich? Ne? Das, ja. Denkst du nicht, dass das Prinzip, was da drin steckt, ja eigentlich kritisches und freies Denken freisetzt? Ja. Und damit die Macht und die Art und Weise, wie die DDR-Gesellschaft strukturiert war, nämlich von oben nach unten, grundsätzlich ja schon in Gefahr gebracht hat. Also, ja, das wird immer so gesagt, aber ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres stimmt. Also ich bin in der DDR schon bevor ich Theologie studiert habe, so frei erzogen worden und zum selbstständigen Denken, dass ich das so nicht unterschreiben könnte, wie du das sagst. Und von wem? Man musste es nur wörtlich nehmen, was sie einem gesagt haben und es so machen und sich dann auch verteidigen, wenn einem gesagt wurde, so war das aber nicht gemeint. Gelernt habe ich das in der Schule. Aber hast du es nie erlebt, dass dann, wenn du die... Ja, wenn ich es dann angewendet habe, dann gefiel es nicht. Aber gelernt habe ich es von der DDR. Nicht nur in der DDR, sondern von der DDR. Mit allen ihren Organisationen, Strukturen. Ihre Ideologie ist ja darauf ausgerichtet, genau das zu werden, was man dann nicht sein sollte. Ihr habt dann nach der Selbsterfahrungsgruppe
den ersten Arbeitskreis in Leipzig umgesetzt, ins Leben gerufen. Wie kam es denn dazu? Ja, am Ende solcher Gruppe, also nach einem halben Jahr ungefähr, ist ja die Frage, war es das jetzt oder machen wir daraus nur was? Haben wir das nur für uns selber gemacht oder wollen wir es jetzt mal auch für andere machen? Für mich war die Antwort immer schon klar, da muss man was draus machen. Für viele in der Gruppe war das so klar nicht. Und irgendwann tauchte die Idee auf, ich weiß nicht mal von wem. In der Kirche gibt es allerhand Gruppen, also machen wir da auch eine. Und wenn man die Idee erst hat und dann gleich noch jemanden findet, der da mitmacht, nämlich die Evangelische Studentengemeinde in Leipzig, dann ist es von der Idee zum ersten Schritt kein weiter Weg. Und derjenige warst du? Nur Christian und ich sind damals zum Studentenpastor gegangen, haben dem das vorgetragen. Der fand die Idee gut und dann haben wir es gemacht. Und was passierte dann? Ging es sofort mit einer Arbeit los oder es gab ja dann die erste Veranstaltung, zu der ihr eingeladen habt? Ja, man brauchte schon eine, na, wie soll man sagen, wichtige, größere Eröffnungsveranstaltung. So einfach zu organisieren war das ja nicht, weil wir keine Publikationsmöglichkeiten hatten. Im Nachhinein muss man sagen, zum Glück, weil der Raum so schon völlig überfüllt war. Man brauchte einen anerkannten Referenten, den hatte ich in meinem damaligen Dozenten für praktische Theologie. Da konnte ich auch ungefähr schon voraussagen, was der sagen würde, weil ich ihn in Vorlesungen dazu schon gehört hatte, sodass also auch sachlich-fachlich die Lage abgesichert war. Ja. Wir waren dann nur sehr schnell überfordert, weil wir ja uns vorgenommen hatten, wie andere Gruppen in der Kirche auch, uns regelmäßig zu treffen. Und dafür braucht man dann ein Programm. Und das hatten wir vorher noch nicht entworfen. Also alle zwei Wochen eine Veranstaltung zu einem jeweils anderen Thema zu machen, das musste uns dann sehr schnell einfallen. Und was geschah auf dieser ersten Veranstaltung? Kamen da sehr viele? Da kamen so viele, dass der große Raum der Studentengemeinde gar nicht ausreichte. Die Studentengemeinde konnte aber immer eine Kirche in der Nähe nutzen und in die mussten wir dann umziehen und die war auch ziemlich voll. Und gab es da eine Diskussion? Haben die? Ja, die nach dem Vortrag der ja, so ungefähr beschrieben hat, wie damals in den 80ern Homosexualität in Theologie, Kirche und Gesellschaft war, also gleich die ganze Bandbreite abgedeckt hat, ist natürlich viel diskutiert worden, einmal zur Lage. Viele haben sich beklagt, wie ihre Lage ist. Viele haben gesagt, man müsste was machen, aber was? Da konnten wir dann schon ein bisschen antworten. Viele haben geschimpft über die Lage. Ja, das hat also muntere Gespräche im Anschluss an den Vortrag gegeben. Und wie ging es? Bedeutete das dann auch, dass gleich viele bereit waren, sich aktiv an einer weiteren Arbeit zu beteiligen? Ja, das war an dem Abend abzusehen, dass bei den nächsten Veranstaltungen wieder sehr viele kommen würden. Ich hatte sogar mit noch mehr gerechnet und hatte auch damit gerechnet, dass es im Laufe der Zeit viel mehr werden würden. Das ist allerdings nicht eingetreten, sondern ist dann schnell weniger geworden. Und damit hatten wir ja dann auch jahrelang zu kämpfen, dass wir eigentlich sowas wie eine, ich will nicht sagen Massenbewegung, aber eine größere Bewegung aufbauen wollten.
und plötzlich nicht mehr so viele Leute, wie wir dachten, zur Verfügung hatten. Also bei allem, was ich bisher erfahren habe über eure Schulgruppen, muss man sagen, dann habe ich den Eindruck, dass diese Selbsterfahrungsgruppe doch ein ziemlich wichtiger Aspekt war bei dem Punkt, dass überhaupt Menschen Mut bekommen, auch in die Öffentlichkeit zu treten. Und anhand der Sitzungsprotokolle eures Leitungskreises in Leipzig habe ich gelesen, dass das auch angedacht war, dass man weiterhin solche Selbsterfahrungsgruppen durchführen würde. Ist das geschehen? Nee, es hat noch kurz danach oder auch ein bisschen später sowas wie Coming-out-Gruppen gegeben als großes Unterthema des großen Themas Homosexualität. Aber sowas wie die Selbsterfahrungsgruppe konnte dann nicht wiederholt werden, was ich immer bedauert habe, weil ich schon meine, dass Schwule auch heute noch sowas mitmachen sollten, sonst wissen sie zu wenig zu dem Thema, zu wenig über sich. Ja, wir haben jeden Montagabend 4 Stunden gesessen. Wer will sich die Zeit ans Bein binden? Jedenfalls wollten das viele andere nicht, obwohl sie es ja für sich selber getan hätten. Aber wer glaubt das schon? Ist ja heute noch so, dass viele Schwule glauben, weil sie schwul sind, wissen sie alles zu dem Thema oder auch über sich selber und trauen dann nicht so ohne weiteres anderen, die sagen, mach das mal, das hilft gut. Daran ist es mit Sicherheit gescheitert, ja. Hat es so etwas überhaupt jemals wiedergegeben, auch bei den anderen Gruppen, die du dann später mit... Nein, also ich kann ziemlich eindeutig sagen, das hat es nicht gegeben. Ich weiß natürlich nicht alles, aber das hätte ich wohl mitbekommen, ja. Wie ging es dann weiter? Christian ist ja dann nach Berlin gegangen. Was hast du dann? Du hast die Leitung des Arbeitskreises in Leipzig noch eine Zeit lang übernommen. Was geschah dann? Na, einmal lief dieses Programm. Und dann tauchte ja bald schon das Kirchentagsjahr, das Lutherjahr 1983 auf. Das war dann unser Hauptarbeitszweig. Unsere, ja, soll ich mal sagen, Auftritte auf den Kirchentagen vorzubereiten. Das war dann sicher die Hauptarbeit. Und du bist ja dann auch erstmal nach Magdeburg gegangen und Vikariat. Mhm. Wer hat dann den Arbeitskreis in Leipzig weitergeführt? Matthias Gittlitz und später oder zeitgleich, weiß jetzt gar nicht, Hinz Richter. Und als du dann nach Magdeburg gingst, hast du gleich dort auch angefangen, eine Gruppe zu gründen? In Magdeburg war ja auch so ein Kirchentag zum Lutherjahr. Und auf diesen Kirchentagen haben wir ja gleich schon Leute gesammelt, auch in Magdeburg, und angekündigt, dass demnächst auch in ihrem Ort ein Arbeitskreis entstehen würde. Und ich habe das dann so für Magdeburg gemacht. Weil ich da hingegangen bin, habe ich dann auch gleich den schon auf dem Kirchentag angekündigten Arbeitskreis angefangen. Und wie lief das ab? Hast du sofort Leute gefunden, die dort mitgemacht haben? Ein Teil kannte ich ja schon vom Kirchentag her. Kirchentag war im Mai, im Oktober haben wir den Arbeitskreis eröffnet in Magdeburg. Und unter Schwulen sprach sich wenigstens in der Zeit sowas sehr schnell rum. Durch die abendlichen Treffen auf den Klappen. Und spielten in diesen Gruppen eigentlich Lesben eine Rolle? Ja, so wie die Frage stellt, es ist gemeint, dass sie eine größere Rolle in der Präsenz spielten, das nicht, aber ein paar wenige kamen, nicht sehr präsent also die Lesben,
Und die wenigen haben dann eine relativ große Rolle gespielt, weil sie sich beklagt haben, dass sie nicht zur Sprache kamen. Wie wurde darauf reagiert? Tja, eigentlich immer mit dem Hinweis darauf, ihr könnt doch, macht doch. Besorgt. Haben Sie gemacht? In den meisten Arbeitskreisen haben sie es nicht gemacht. In Berlin ist das ja dann sehr schnell in eine eigene Lesbengruppe übergegangen. Das ist woanders nicht passiert. Ein paar Lesben störte das auch nicht, dass vor allem die männliche Homosexualität thematisiert wurde, weil sie meinten, dadurch immer noch genug für sich gewinnen zu können. Viele Lesben störte das, aber die haben dann auch nicht so sehr viel Eigenes auf die Beine bekommen. Die Männer hätten das immer unterstützt und haben es auch unterstützt, da wo es gefragt war. Aber man kann ja nicht eine ganze Bevölkerungsgruppe ständig drängeln und das wollten wir ja auch nicht. Also wir, die Männer. In einem Vortrag nach der Friedlichen Revolution 1991 in Hamburg hast du davon gesprochen, dass in der DDR die Rolle der sozialistischen Frau, die auch ihren Mann zu stehen hat, das Männlichkeitsbild eigentlich noch verhärtet hätte. Was bedeutete das? Wie hast du das gemeint? Also, soweit ich sehe, hat die DDR Gleichberechtigung der Frau so verstanden, dass Frauen dann auch machen durften, was Männer machten. Das ist ja nun nicht unbedingt Gleichberechtigung, sondern die Verhärtung der Männlichkeitsrolle. Gleichberechtigung der Frau heißt ja eigentlich, dass auch Männer dann machen können, was Frauen machen. Und daran ist in der DDR ja nie gedacht worden. Aus welchen Gründen auch immer. Eigentlich ist das ja alles bis heute so. Auch heute heißt Gleichberechtigung der Frau, dass sie machen können, was auch Männer machen. Klar, heute wird auch darauf gedrängt, dass Männer Kindergärtner werden. Aber das ist dann auch fast alles. Dass Männer auch die weibliche Rolle übernehmen können, sollen, dürfen, wird ja heute nach wie vor, also es ist kein Spezifikum der DDR, wird ja heftigst bestritten. Und gab es denn dazu eine eigene schwule Anschauung in der DDR zu Fragen von Familie und Sexualität? Habt ihr dem etwas entgegengesetzt? Nein, entgegensetzen ließ sich da nicht viel, weil die Wirkung dieser Arbeitskreise gegenüber dem Staat oder der Gesellschaft viel zu klein war. Uns hat sie am Anfang nur gegeben, um Lesben und Schwule mit einem anderen Gedankengut vertraut zu machen. Und die Grundlagen für eine Bewegung zu schaffen, mehr war ja am Anfang gar nicht möglich. Und eigentlich auch bis zum Ende der DDR nicht. Und heute sind wir ja auch noch nicht so sehr viele Schritte weiter. Insofern haben wir da nichts bewirken können. Und kannst du dir vorstellen, wie eine veränderte Gesellschaft, wo diese klassischen Bilder von Mann und Frau sich verändern oder sogar aufgelöst werden, was das bedeuten sollte? Eine Bedeutung hätte das in zweierlei Hinsicht. Einmal für jeden und jede selbst. Man wird
Mann und Frau wird nicht mehr in Geschlechterstereotype gedrängt. Und das andere ist, das heißt dann, dass es eine völlig andere Gesellschaft ist, eine ohne Männlichkeitswahn oder wie das auch immer heißt. Ich habe ja mal eine Weile einen Vortrag in diesen Arbeitskreisen gehalten und da ging es immer auch um Männlichkeit, Männlichkeitswahn, die Rolle des Männlichen in der Gesellschaft. Und dann war da so ein Satz dabei, der sich auf Armee und Krieg bezog, und daraus hat die Staatssicherheit, weil sie es halt nicht verstanden hat, gleich gemacht, ich würde sozusagen Wehrkraftzersetzung betreiben. Also in der Richtung würde es dann sicher gehen, aber wer weiß das heute schon, das wäre dann das Ende des Patriarchats und da sind wir ja noch weit, weit von entfernt, und solche Zukunftsaussichten kann heute noch niemand beschreiben. Aber das zeigt zumindest, die Reaktion der Stasi zeigt ziemlich deutlich, dass es im Grunde unmöglich war, in der DDR solche, oder dass es gefährlich auch war, solche Gedanken zu äußern. Na, gefährlich schon, unmöglich nicht. Wir haben es ja gemacht. Sicher im geschützten Raum der Kirche, das ist klar. Aber möglich war es schon, sowas zu äußern, und für den Anfang war das auch nicht schlecht, was wir da geschafft haben, unter den Bedingungen in der DDR. Die Emanzipationsbewegung und verschiedenen Gruppen, die es im Zuge der 68er-Bewegung im Westen gab, hat ja sehr grundsätzlich zum Teil die bürgerliche Gesellschaft in Frage gestellt und damit auch die Ehe. Damals ging es darum, teilweise zumindest die Ehe und eine nach ihrem Prinzip formierte Gesellschaft grundsätzlich abzuschaffen oder zu verändern. Hat eure Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen auch zu grundsätzlichen Neuansätzen geführt, wie etwa die Abschaffung der Ehe zu fordern? Und gab es solche Überlegungen? Na, solche Überlegungen gab es. Forderungen in dieser Art gab es auch. Es gibt ja immer Leute, die wollen sozusagen mit dem Kopf durch die Wand und können nicht unterscheiden zwischen Forderungen danach, wo man hin will, irgendwann, also die Zielvorgabe, und was gerade dran ist, was zur Zeit geht und nächstes Jahr und im nächsten Jahrtausend. Also die Überlegungen gab es und die Richtungsbestimmung auch. Und auch ein ziemlich gutes Programm, wie ich heute finde, für das, was gerade dran ist. Da muss man ja immer unterscheiden, was zu einem bestimmten Zeitpunkt dran ist, möglich ist, was man selber leisten kann, wo die Grenzen sind. Aber all die Fragen und Antworten eben auch tauchen zwangsläufig auf, wenn man sich mit Sexualität beschäftigt, ob eine Homo- oder Heterosexualität. Ja. Aber wie war denn so eure Grundrichtung? Ging es darum, auch die Ehe für Schwule zu fordern, oder ging es eben darum, die Gesellschaft zu verändern und sich eigentlich eher von so Strukturen wie Ehe quasi wegzubewegen? Kann man das sagen? Gab es da eine Richtung? Ich will mal jetzt nicht für andere mitreden, aber soweit ich die DDR-Schwulenbewegung kenne, war die oberste Devise immer Gleichberechtigung als Aufgabe, die in den 80ern dran war. Und zur Gleichberechtigung gehört nun mal auch die Einführung der sogenannten Homo-Ehe. Wir haben auch immer gleichzeitig dazu gesagt, wenn wir es denn haben,
was wir wollen, nämlich die Gleichberechtigung, dann überlegen wir mit den anderen zusammen, wie es dann weitergeht. Also mit den Heterosexuellen oder den Alleinlebenden oder wie auch immer. Das war mindestens immer mein Programm, ist es heute noch. Und ist damals auch so von uns propagiert worden. Die Staatssicherheit hat deine Aktivitäten sehr genau beobachtet und sie leitete einen operativen Vorgang gegen dich ein mit dem Namen Aftershave. Da die DDR staatsfeindliche Schwule nicht aufgrund des bereits abgeschafften § 175 verfolgen konnte, suchte das MFS nach anderen Möglichkeiten, alternative Bewegungen zu verhindern. Neben der klassischen Strafverfolgung mittels des Strafgesetzbuches gehört die Zersetzung oppositioneller Gruppen durch konspirative Methoden zur gängigen Vorgehensweise. Hinter dem Begriff der operativen Psychologie verbarg sich eine gezielte Beeinflussung, Demotivierung oder Zerstörung von Menschen durch die Stasi. Und du hast nach der Friedlichen Revolution sehr intensiv in deinen Unterlagen, die die Stasi über dich angelegt hat, geforscht. Und hast du erkennen können, dass die Staatssicherheit gegen dich auch eine strafrechtliche Beweisführung in die Wege geleitet hat, sodass du möglicherweise vor einem DDR-Gericht hättest verurteilt werden können? Na, verurteilt werden hätte man immer können. Weiß ich, selbst wenn sie nichts gefunden hätten, dann hätte es trotzdem zu einer Anklage und Verurteilung kommen können. Das haben wir ja in genug anderen Fällen, wo sie denn auch nichts gefunden haben und irgendwas konstruiert haben. Aber was mich angeht, hatten sie schon so 6, 8 Punkte, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo sie mindestens angefangen haben, etwas zu suchen. Offenbar haben sie dann nichts gefunden. Also staatsfeindliche Kontaktaufnahme, da hätten sie eigentlich was finden können, aber sie haben es offenbar nicht gefunden. Ordnungswidrigkeitengesetz, sie haben sich gewundert, wie ich die ganzen Reisen, die ich gemacht habe in der DDR, finanziert habe. Also haben sie vermutet, ich bin schwarz mit der Bahn gefahren. Sie haben auch geguckt, woher ich mein Geld gekriegt habe, also ob ich beim Kellnern gestohlen habe oder was auch immer. Dann alles, was sich um die, ja, wir haben das immer antisozialistische Gruppenbildung genannt, was sich darum so rankt. Da haben sie geguckt, ob sie mir da was anhängen können. Das war natürlich rein theoretisch gar nicht möglich, weil die Arbeitskreise alle juristisch abgesichert waren als kirchlicher Arbeitszweig und kirchliche Arbeit. Offenbar ist ihnen noch nicht gelungen, die Paragraphen, die sie damals ins Auge gefasst hatten, auf mich anzuwenden. Und hast du gemerkt, dass sie dich doch an irgendeiner Stelle oder deine Arbeit beeinflusst haben, dich vielleicht irgendwo isoliert haben, andere so beeinflusst haben, dass die gegen dich gearbeitet haben? Konntest du sowas aus den Akten recherchieren? Ja, also mich beeinflusst haben sie nicht. Sie haben andere aktiviert, gegen mich zu arbeiten. Ganz schön viele sogar. Und da kann man natürlich nur immer noch sagen, ja, an der einen oder anderen Stelle ist es diesen Leuten gelungen, bestimmte Aktivitäten nicht zu machen oder nicht so weit zu gehen, wie ich mir das mal gedacht hatte. Aber das war ja üblich in der DDR, dass man immer ausgetestet hat, wie weit man gehen konnte. Und in den 80er Jahren sowieso, da war es ja alles schon nicht so sehr mehr gefährlich. Insgesamt kann ich nicht sagen, dass ich da behindert worden bin. Das ist ihnen nicht gelungen. Aber kannst du so eine Beeinflussung mal an einem konkreteren Beispiel
deutlich machen? Zum Beispiel Kranzniederlegungen bei diesen CSD-Veranstaltungen, die wir in den 80er Jahren gemacht haben, Kranzniederlegungen in diesen KZ-Gedenkstätten. Da ist, ob nun staatlich gewollt oder bei manchen durch Selbstzensur immer wieder, ist es vorgekommen, dass sie gesagt haben, wir müssen da vorsichtiger agieren, nicht provozieren, nicht dies machen, nicht das machen. Und da habe ich schon auch immer mal wieder auch auf andere gehört, zumal ich auf sie angewiesen war, wenn ich sozusagen allein weiter vorgeprescht wäre, als andere das wollten, hätten sie halt nicht mehr mitgemacht. Egal, ob sie nun aus Gründen der Selbstzensur oder staatssicherheitlich beauftragt, da zur Mäßigung gerufen haben. Aber eigentlich haben wir alle Projekte, die wir uns vorgenommen hatten, ziemlich gut über die Runden gebracht. Und würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass die Schwulenbewegung in der DDR Teil der Bürgerrechtsbewegung war? Oder wie würdest du überhaupt die Schwulenbewegung im Kontext der gesamten Friedens- und Umweltbewegung vielleicht auch einordnen? Die erste Frage ist ja, oder die erste Gegenfrage ist, geht es bei Schwulen- und Lesbenrechten überhaupt um Bürger- und Bürgerinnenrechte? Wenn man das bejaht, dann waren wir eine Bürgerrechtsbewegung und damit Teil der großen Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Und das meine ich auch so, weil es ja ungefähr das Gleiche ist, wenn man Bürgerrechte für Schwule einfordert oder für Frauen oder für Behinderte oder was es sonst noch so gegeben hat, dann steht das auf derselben Ebene. Die Gefahr, die mit Widerspruch und Kritik in der DDR verbunden war, haben die Menschen sehr genau gespürt und zu spüren bekommen. Ihr habt in den Schwulengruppen über die Verinnerlichung der Angst und auch der anti-homosexuellen Urteile gesprochen und habt das reflektiert und habt auch erkannt, dass es bei Schwulen einen sogenannten vorauseilenden Gehorsam gibt. Und würdest du sagen, dass es da vielleicht eine Parallele gibt zwischen dieser verinnerlichten Angst und Anpassung bei Homosexuellen im Kleinen sozusagen und im Großen bei den Menschen überhaupt, die in der DDR gelebt haben, dass also viele quasi die Angst gar nicht mehr gespürt haben und von daher auch gar nicht befähigt waren, sich widerständig zu verhalten? Also von der DDR würde ich gerade bei dieser Frage nicht reden, sondern nur von ihren letzten 10 Jahren, denn die waren wesentlich anders als die ersten, zweiten und dritten 10 Jahre. Oder vielleicht die ersten 20 und die zweiten 20 Jahre. So sehr verbreitet war die Angst in den 80er Jahren nicht mehr. Vielleicht sehe ich es ein bisschen zu rosig aus meiner kirchlichen Perspektive, aber so richtig Angst habe ich in 18 Jahren nirgendwo mehr feststellen können. Merkt man ja auch an der Entwicklung der Witze oder an der Entwicklung dieses freien Auftretens, meinetwegen in Gruppen oder an Stammtischgesprächen, das ist längst nicht mehr die Situation der 50er und 60er war. Aber die Angst war doch immerhin so groß, auch selbst im kirchlichen Raum, dass solche Leute wie Wonneberger in Leipzig mit den Montags- oder Friedensgebete waren das ja eigentlich von ihren Vorgesetzten reglementiert werden konnten, weil offenbar man doch Angst hatte. Oder dass eben dann auch die 70.000 am 9. Oktober in Leipzig
auf die Straße gegangen sind, die mussten ja damit rechnen, dass geschossen wird. Also so ganz ohne Angst war es vielleicht doch nicht. Ja, das Reglementieren innerhalb der Kirche war ja immer bestimmt vom Willen aller Beteiligten, die Freiheit der kirchlichen Arbeit zu erhalten. Und dass es da verschiedene Auslegungen oder Ansichten gegeben hat, wie weit man gehen könnte, das war immer ein Problem. Das war innerhalb der Kirchen und auch außerhalb, das wusste man ja immer nicht. Große Beispiel mit Biermann, wer hätte je gedacht, dass sie da zum Mittel der Ausweisung greifen würden. Obwohl das immer noch besser für Biermann war, als wenn er zurückgekommen und eingesperrt worden wäre. Also der Staat war schon auch ein bisschen unberechenbar. Aber hast du selber solche Reglementierung eigentlich mal erlebt? Vor allen Dingen von kirchlicher Seite? Die mit deinem politischen Engagement auch zu tun hatten? Nein, gar nicht. Also weder innerhalb der Schulenarbeit noch bei dem, was ich sonst so gemacht habe. Gut, es hat immer wieder Texte gegeben, Arbeitskreis Solidarische Kirche zum Beispiel, wo dann hinterher meistens Herr Stolpe zwischen Stadt und Kirche vermitteln musste. Wir haben auch die Kirchenleitungen gedrängt, offensiver den Staat anzugreifen, als nur hinter verschlossenen Türen mit ihm zu reden. Veranstaltungen der evangelischen Akademien waren oft eine Provokation für den Staat und dann weiß ich, dass Kirchenleitungen auf die Leiter von Akademien zugegangen sind und gesagt haben, das lassen wir mal lieber. Aber das hatte nichts mit der Sache zu tun, sondern immer mit der Einschätzung der politischen Lage. Und die ist eben unterschiedlich eingeschätzt worden. Du zählst jetzt so viele Dinge auf und dann kommst du doch zu dem Schluss, dass die Angst eigentlich doch nicht so relevant war. Ist das nicht eigenartig? Nö. Es gab keine... Na, vielleicht hängt es jetzt am Wort Angst. Also mindestens in den 80er Jahren gab es nicht die Angst vor dem Staat, sondern es gab die Angst oder die Sorge, da Sorge ist vielleicht der bessere Begriff, dass kirchliche Arbeit wegen bestimmter Provokationen eingeschränkt werden könnte. Und das sollte ja nun nicht sein. Vielleicht hängt es am Wort Angst, weiß ich nicht. Jedenfalls hatte ich weder solche Ängste noch Reglementierungen erlebt. Und außerdem hat man ja auch selber überlegt, wie weit man gehen kann und wo man den Staat unnötigerweise provoziert. Aber schon das ist wieder ein Auslegungsbegriff, was ist nötig, was ist nicht nötig. Und da sind die Ansichten immer unterschiedlich gewesen. Und so im Hinterkopf die Überlegung, dass man auch mal verhaftet werden könnte, das spielte keine Rolle für dich? Naja, es spielte schon eine Rolle. Ich habe zwar nie damit gerechnet, weil ich als kirchlicher Mitarbeiter ja immer einen großen Freiraum hatte. Andererseits habe ich schon auch vorgesorgt. Machen wir Pause kurz. Allein Schilling in Thüringen. Tschieche in Magdeburg. Wir haben alle dicke Stasi-Akten. Aber glaubst du nicht, dass es ein bisschen fragwürdig ist, wenn man jetzt so im Nachhinein sagt, es gab doch ganz klare Regeln, wonach man sich verhalten konnte und man konnte genau wissen, wann man verhaftet wird und wann nicht. Jo. Glaubst du das wirklich? Also es war doch
damals ungewiss. Also du konntest das doch alles, was du heute weißt aus den Stasi-Akten, wusste man doch damals nicht. Nee, aber was heißt wissen? Als gelernter DDR-Bürger wusste man ziemlich gut, wo die Grenzen waren. Oder was man durfte und nicht durfte. Darum ist es ja auch gelungen, sozusagen zentimeterweise die Grenzen zu erweitern. Mhm. Oder nicht verhaftet zu werden. Oder was weiß ich. Mhm. Und es ist ja auch ein irrationales Verhalten. Warum haben sie mich zum Beispiel nicht umgebracht, obwohl es angeordnet war? Mhm. Du vermutest, dass die dich, als du an Krebs erkrankt bist, dass es Überlegungen gab, dich umzubringen, ja? Ich wäre gar nicht drauf gekommen, aber da gibt es einen Fritzen, der auch Mielke heißt, der arbeitet diese ganzen medizinischen Stasi-Akten hier für die MAM, Medizinische Akademie Magdeburg, auf und inzwischen alle Kreise und so. Die hatten da 7 oder 8 Fälle, wo der Chef der Chirurgie, die umgebracht hat, konnte man ihm nicht nachweisen, inzwischen ist er, glaube ich, auch tot. Und da hat er mich auch gleich einsortiert, als er meine Akten da zu Gesicht kriegte. Es ist eindeutig, aber du kriegst es nicht, wie heißt das, gerichtsfest bewiesen. Ja. Also was haben die dort gemacht? Was vermutest du? Was war der Plan? Der Plan war, dass ich ja sterben würde. Und im Nachbarzimmer saßen sie, um mein Ableben zu überwachen oder so ähnlich, steht es in Akten. Und dann bin ich ja nicht gestorben, sondern über zig Krankenhausaufenthalte in dem Jahr wieder relativ gesund geworden. Und da musste ich wieder mal rein und da hieß es, na und jetzt aber. Und trotzdem nicht. Und gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, dass die da nachhelfen wollten? Das meine ich ja mit. Und jetzt aber sollte der Chef, Professor Heinrich, sollte das machen. Ich habe auch meine beiden behandelnden Ärzte, oder die mich operiert haben, da ein paar Mal gefragt, ob sie das gemerkt hätten. Hätten sie nicht. Die wussten inzwischen auch schon, was ihr Chef für einer war. Ja. In der Medizin oder in so einer Klinik kriegen die das nicht mit, selbst die behandelnden Ärzte nicht. Was wäre da passiert? Was hätten die gemacht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Siehst du in deinem Wirken und dem Wirken vieler anderer in der Schwulenbewegung auch einen Anteil am Ende der DDR? Kann man das sagen? Nee, ich sehe den Anteil sehe ich nicht. Das war bestenfalls sehr klein, zu klein. Und mit solchen Themen wie Ehe, Familie, Geschlechterrollen kann man zwar auch Staaten stürzen, aber die wirken, wenn überhaupt, dann so langfristig, dass das in der kurzen Zeit gar nicht wirkmächtig hätte werden können. Aber wäre das nicht ähnlich bei der Umwelt- oder Friedensthematik? Das sind ja auch nur Teilaspekte. Oder anders gefragt, wer hat denn überhaupt einen Anteil am Ende der DDR? Ja, das wäre jetzt die nächste Frage. Genau, genau. Woran ist sie zugrunde gegangen? Manche sagen ja, die Ausreißer hätten es letztlich zum Kippen gebracht. Die Gruppen oder Teile der Kirche oder wie auch immer. Der Papst sagt, er hat das Ende des Kommunismus herbeigeführt. Das weiß man doch alles nicht. Und da einzuteilen, du hast 5%, du 10%, du 50%, ja, kann man nicht sagen. Das war ja auch gar nicht unser Ziel, die DDR zu beenden. Was war euer Ziel? Sie zu verbessern. Und denkst du, eine verbesserte DDR wäre möglich gewesen?
mit Sicherheit nicht, weil die Bevölkerung nicht mitgemacht hätte. Also eine verbesserte DDR hätte schlechteren Lebensstandard bedeutet, hätte mehr Arbeit bedeutet und so weiter und so fort. Und das hätte die Bevölkerung nicht mitgemacht. Und wir wollten ja nicht eine Partei, die gegen die SED antritt, sondern wir wollten die SED umstimmen. Aber das hängt eher wohl damit zusammen, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass es freie Wahlen gibt. Ja. Das war nicht gar nicht im Horizont so eine Möglichkeit. Nö, weil von Gorbatschow ja noch nichts zu sehen war und selbst als Perestroika und Glasnost kamen, hier nicht, aber da, waren das ja auch nur zwei Hilfsmittel, um das System zu verbessern und nicht um es abzuschaffen. Und mehr, glaube ich, als Glasnost und Perestroika hat ja auch kaum jemand sich vorstellen können. Und was ist denn dann von der Schwulenbewegung in der DDR geblieben? Na, da ist nur viel geblieben. Immerhin ein Programm zur völligen Gleichberechtigung mit Heterosexuellen. Was bedeutet das? Wie wurde das umgesetzt? Na, es wurde ja, naja, teilweise umgesetzt nach der DDR. Aber eben auch nur teilweise. Ist einfach durch die Institution LSVD übrig geblieben. Und was ist in der DDR entwickelt worden? Eine völlige Gleichberechtigung hat sich im Westen ja auch kaum jemand vorstellen können. Und da waren wir schon ein paar Jahre voraus. Heißt ja nicht völlige Gleichstellung, die wollten wir zwar auch, aber dass die länger dauert, das war uns auch klar. Aber die völlige Gleichberechtigung, die haben wir ja nun aus der DDR mitgebracht. Ein anderer Punkt ist, dass Lesben und Schwule an ihrem Thema arbeiten müssen, sonst wird das nicht möglich sein. Dass sie politisch sein müssen, sich dafür interessieren müssen. Wenn sie das nicht sind, schaffen sie es auch nicht. Ja. Wie kam es denn zum LSVD? Der LSVD hieß ja nicht schon immer LSVD, sondern war ja ursprünglich nur das S stand vorne. Du bist dort einer der Mitbegründer des SVD. Wie kam es dazu? Nur, dass das L dazu kam. Nein, dass überhaupt der SVD entstanden ist und jetzt der große Verband ist, der in der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt. Eigentlich gab es sowas wie ein SVD schon zu DDR-Zeiten, nämlich eine DDR-weite Zusammenarbeit aller Arbeitskreise. Nur, es konnte kein Verband gegründet werden, war aber auch nicht nötig, wenn Programm und Arbeitsweise klappen, dann muss man nicht einen Verband haben. Und als er dann möglich war, haben wir ihn halt gegründet. Und da war er ja nicht nur möglich, sondern auch nötig, denn was in einem System nicht geht, ist im anderen System Pflicht. Also ohne einen Verband zu gründen, kann man wieder nicht in dem anderen System arbeiten. Eigentlich ist das nur die Übernahme dessen, was wir zu DDR-Zeiten gemacht haben. Aber es ist ja schon interessant, dass diese kleinere Minderheit der Homosexuellen in der DDR sich durchsetzt mit dem Verband, mit ihrem Verband gegenüber der großen Mehrheit aus dem Westen. Das war ja sicher nicht selbstverständlich. Nee, das wäre auch beinahe schief gegangen. Aber einerseits haben wir fest genug Nein gesagt bei der
bei den Übernahmebestrebungen der Wessis. Und zum anderen hatten wir im Westen ja auch ein paar Leute, die gut geholfen haben. Aber erstaunlich finde ich es wirklich, weil ich jedenfalls mich immer gewundert habe, dass so ein Programm, wie wir es wollten und geschrieben haben, im Westen nicht existiert hat. Also die völlige Gleichberechtigung, die ganze Bürgerrechts- oder Menschenrechtsfrage hat im Westen nicht solche Rolle gespielt wie im Osten, und das finde ich schon erstaunlich. Ja, wundere mich heute noch, dass das nicht so gewesen ist. Aber das liegt vielleicht auch wieder daran, dass wie an anderen Stellen auch Lesben und Schwule eine falsche Vorstellung davon haben, wie sie ihre Anliegen durchbringen können. Der Westen hatte ja auch einen großen Verband, aber der war eben völlig falsch strukturiert, sodass innerhalb einer Organisation völlig verschiedene Meinungen sich ständig widerstritten haben. Für die Homo-Ehe, gegen die Homo-Ehe. Man kam also nicht aus dem Knick, weil man zu viele verschiedene Strömungen hatte. Das ist nur ein Punkt. Anderer Punkt ist, wie es zur Abstimmung kam. Also mit Stimmen, Laien und wer spricht für wen und solche Dinge. Das war alles nicht im Westen, nicht ordentlich strukturiert. Und das war eben bei uns anders. Hat uns ja auch den Vorwurf eingetragen, ein stalinistischer Verband zu sein, weil wir aus der DDR kamen. Aber also bedeutet das, dass ihr weniger demokratisch organisiert wart und die im Westen mehr demokratisch, dafür ein bisschen chaotischer? Oder wie, was ist der Kernunterschied? Ja, wenn man es nett sagen will, dann kann man es so sagen. Ja, das eine ist eben mehr hierarchisch strukturiert und das andere eben mehr basisdemokratisch oder wie man das nennen will. Das Hierarchische hat sich durchgesetzt. Ja, das ist leider in diesem System so wie im vorigen auch. Wenn man damit reden will, braucht man eine straffe Hierarchie. Gute Bewegung funktioniert nur, wenn sie Köpfe hat, Personen hat, ja, gute Strukturen hat. Und du lehnst ja die Bezeichnung für die Schwulenbewegung in der DDR unter dem Dach der Kirche, so wird es ja immer genannt, ab. Weshalb lehnst du die ab? Und welche Bezeichnung würdest du bevorzugen und verwenden? Na, ich verwende den Satz, DDR-Schwulenbewegung ist als kirchliche Homosexuellenarbeit entstanden. Und das andere ist so ein komischer Begriff. Was heißt unter dem Dach der Kirche? Für mich heißt das, da haben sich Leute irgendwie getroffen und weil sie meinten, sie könnten nicht anders, sind sie unter das Dach der Kirche geflohen. Das hat es in der DDR nirgends gegeben, weder in der Friedens- noch Menschenrechts- noch Frauenbewegung, wie auch immer, und bei den Lesben und Schwulen auch nicht, sondern die Kirche hat das Thema sicher spät, aber immerhin für sich entdeckt und gemerkt, dass hier was zu machen war, und hat es dann gemacht, verantwortet, bezahlt, organisiert, wie auch immer, verteidigt gegen den Staat, und darum ist das Quatsch, vom Dach der Kirche zu reden oder Dachkirche. Nun waren ja aber viele Schwule nicht unbedingt Christen. Oder vielleicht waren sie Christen, aber sie hatten da doch eine sehr große Distanz, hast du ja selber vorhin auch schon gesagt. Und die meisten sogar, ja. Eben, aus verständlichen Gründen. Und die Kirche selber war ja nun nicht die Schwulenbewegung, nicht? Also die Schwulenbewegung waren ja die Schwulen, die aktiv waren. Und du würdest trotzdem darauf
stehen, dass es eben eine kirchliche Bewegung war. Ich möchte die Kirche auch nicht daraus entlassen, dass sie mal kirchliche Schwulen- und Lesbenarbeit gemacht hat. Genauso wie sie kirchliche Friedensarbeit und kirchliche Frauenarbeit und kirchliche Umweltarbeit gemacht hat. Ich finde es regelrecht schade, dass wir jetzt wie Westkirchen sind, die das alles nicht mehr machen. Und möchte gern, dass meine Kirche, die nicht mehr meine ist, wieder so arbeitet wie zu DDR-Zeiten. Denn die Probleme sind nicht weniger geworden und liegen weiterhin auf der Straße rum. Also Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie sich solcher Probleme annimmt und sie sich anderen in den Dienst stellt. Und darum finde ich es nicht so schön, wenn Leute gleich nach der Wende oder in der Wende gesagt haben, ach schön, jetzt sind wir diese Themen alle wieder los und können wieder unser Eigentliches machen. Da frage ich mich dann, was ist das für eine Theologie? Du hast ja 1996 vom damaligen Bundespräsidenten die Verdienstmedaille verliehen bekommen. Damit wurde dein Engagement für Schwule und Lesben in Kirche und Gesellschaft gewürdigt. Der evangelische Theologe Wolfhard Pannenberg hat daraufhin sein 10 Jahre zuvor verliehenes Bundesverdienstkreuz aus Protest zurückgegeben. Die Ehe, schreibt Pannenberg in seiner systematischen Theologie, sei zeichenhaft Ausdruck der Bestimmung des Menschen zur Teilhabe an dem in Jesus Christus und seiner Verbundenheit mit seiner Kirche offenbaren Heilsmysterium Gottes. Das, worauf die Ehe hinweist, kann auch im ehelosen Leben des Einzelnen ergriffen werden. Das gilt natürlich nur da, wo Ehelosigkeit nicht einfach Ausdruck einer Präferenz für sexuelle Promiskuität ist. Für den ganzen Bereich des geschlechtlichen Lebens bleibt die Ehe in christlicher Sicht die Norm, auf die alle anderen Verhaltensweisen und Lebensformen zu beziehen sind. Das gilt auch im Hinblick auf die Homosexualität. Das schreibt Pannenberg in seiner Anfang der 90er Jahre erschienenen systematischen Theologie. Was glaubst du, wird in Zukunft auch immer noch die Antwort von Theologie und Kirche auf die Frage nach der Bedeutung von Sexualität eine Rolle spielen, insbesondere für die Schwulenbewegung? Naja, also zu dem Zitat ist natürlich jetzt, wäre jetzt allerhand zu sagen. Bitteschön. Naja, es ist völlig daneben, weil die Kirche, aber das machen ja beide großen Kirchen in der Welt und andere Religionen ja auch, Sexualität eine Bedeutung zumessen, die sie im Glauben ja gar nicht hat. Und Glauben und Moral ständig verwechseln und völlig ahistorisch argumentieren. Was Pannenberg hier meint, ist die bürgerliche Ehe und nichts anderes. Und davor hat es andere Formen gegeben und weltweit gibt es auch andere Formen von Zusammenleben und so weiter und so fort. Und das auch noch biblisch begründen, das geht eigentlich gar nicht. Aber selbst wenn man es mal so nimmt, kann man ihm vielleicht noch zugutehalten, dass er mal wieder von Homosexualität und Homosexuellen nicht viel weiß und sich einfach weigert, eine für ihn neue Gruppe in sein Denken aufzunehmen. Das ist das ganze Problem solcher Leute. Sie begreifen nicht, dass sie bisher was übersehen haben und sind nicht bereit, ein bisschen umzudenken. Aber nun reagieren ja viele Schwule, weil man diese Deutung von Sexualität und Kirche ja kennt. Das ist ja das traditionelle Bild. Und auch der Gegensatz von Sexualität und insbesondere von Homosexualität und Kirche ist den Menschen so tief verinnerlicht und eingeimpft, dass die meisten Schwulen dann reagieren in der Form, dass sie sagen, Kirche ist eigentlich nicht relevant für uns und sie wird sich vielleicht irgendwann selber abschaffen oder keine Rolle mehr spielen. Würdest du das auch sagen oder sagst du, trotzdem bleibt die Antwort der Theologie und die Reaktion von Kirche auf Sexualität noch
wichtig? Sie bleibt wichtig. Entweder weil sie schlecht ist und man sich an ihr reiben kann und muss, oder weil sie mal besser wird. Wird sie ja zurzeit gerade, was Homosexualität angeht. Und dann ist sie wieder hilfreich. Aber wenn solche Töne wie von Pannenberg oder aus dem Vatikan dauernd durch die Welt rollen, dann ist sie nicht gerade hilfreich, was einen Fortschritt angeht. Du bist inzwischen aus deiner Kirche ausgetreten. Weshalb? Tja, also eigentlich laufe ich nicht so schnell davon und ertrage auch, wie lange nun schon, 30 Jahre, ja, wie soll man das sagen, Ausschluss kirchlicherseits und Verweigerung von Gleichberechtigung. Andererseits habe ich irgendwann nicht mehr eingesehen, dass ich für was Kirchensteuern bezahlen soll, was mich nicht haben will. Und da mit den Leuten auch nicht zu reden ist. Wie hat sich das ausgedrückt, dass die dich nicht haben wollen? Was hast du da erlebt? Na, einmal bin ich nicht ordiniert worden zum Pastor. Aus sexuellen Gründen, aus homosexuellen Gründen, und das gilt ja bis heute. Und ich würde ja auch heute noch nicht ordiniert werden, weil ich auch die neuesten Regelungen der evangelischen Landeskirchen oder der evangelischen Kirche in Deutschland so nicht akzeptieren würde und sagen würde, dass es muss eine völlige Gleichberechtigung geben. Vorher wird das nichts mit meiner Ordination, und das machen sie nach wie vor ja nicht. Das hast du damals an deine Ordination gehangen, diese also Frage. Eigentlich bin ich selber schuld. Ich habe ja die evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, also meine Heimatkirche, so weit gebracht, dass sie alles Mögliche akzeptiert hat. Also mit Partner im Pfarrhaus und habe dann gesagt, wenn ihr schon so weit seid, dann könnt ihr auch gleich das Pfarrerdienstgesetz ändern. Völlige Gleichberechtigung, es spielt keine Rolle, ob man homo- oder heterosexuell ist und in homosexueller oder heterosexueller Partnerschaft lebt. Wenn ihr das ändert, dann lasse ich mich ordinieren, und damit hatte ich dann zu guter Letzt den Bogen überspannt. Das wollten sie dann nicht. Und wollen sie ja bis heute nicht. Ich danke dir.